Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, das ist schon wie Tradition geworden. Jedes Mal, wenn Yunus Amiri ein neues Musikvideo hochlädt, reagieren wir drauf und das werden wir natürlich auch gleich tun. Was los, Mariam? Mal ganz kurz, stopp. Wir müssen irgendwie auf 10 Minuten kommen, oder? Was? Wir müssen irgendwie auf 10 Minuten kommen, oder? Ich weiß. Voilà, Leute, ich habe richtig Bock drauf zu reagieren. Holt euch Popcorn, Chips und so weiter und genießt dieses Video. Was mir doch komisch auffällt hier, 12.000 Kommentare direkt. Ich kenne mich ja mit YouTube aus und so weiter, ich weiß ja, wie das Ding abläuft. Und das scheint auf jeden Fall ein bisschen komisch zu sein. Das habe ich auch direkt in meiner Story gepostet. Der hat mich auch danach direkt angeschrieben und gefragt, warum ich den nicht gönne und so weiter. Yunus, nimm es nicht böse. Ich bin so ein Typ, wenn mir was nicht passt, ich poste es einfach. Ich sag es jedem, auch in meinem Freundeskreis. Wenn mir was nicht passen sollte, ich sag es direkt vor jedem so. Das macht mir nichts aus. Nimm das nicht persönlich, Digga. Ich habe auch schon meine Story gelöscht. Keine Ahnung, was ein bisschen rumgeholt da. 12.000 Kommentare so, ich bitte dich. Ja, ist schon ein bisschen krass. Aber egal, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall sein Musikvideo an. Ich wünsche euch viel Spaß. Mit keinem an der Seite, nein, ich ging den Weg alleine. Durch Berg und durch Schnee, keine Freunde auf dem Weg. Aber alles kein Problem, hab das alles schon gesehen. Ah. Ich sag euch ehrlich, so die Qualität ist Killer. So, ich feiere diese Qualität auf jeden Fall. Das Ding ist, wir wissen ja alle die Vergangenheit von Yunus und so weiter. Ich muss einen Künstler ernst nehmen. Wenn er Musik macht, ich muss den ernst nehmen. Ja, 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 ja. Nachts unterwegs, die Fans am Schreien. Düsseldorf, Köln oder Frankfurt am Main. Hamburg, Berlin, für mich nirgends allein. Der kommt zurück und die Zeit tut mich ein. Früher war es anders, war keiner mich kennt. Doch Team Yunus war da und mein Hype ist am Brennen. Die Fans sind jetzt da, also hebt die Hand hoch. An jeden da draußen noch Bulli, Janko. Und keine Ahnung, kann man den Yunus Amiri im Rap ernst nehmen, Digga? Das ist jetzt die Frage. Du hast nicht mal böse gemeint oder so. Ich möchte auch alles wirklich auch ehrlich beantworten. Aber so meiner Meinung nach, keine Ahnung, so der passt nicht ins Rap-Geschäft, Digga. Vielleicht seht ihr das ja natürlich anders, ne? Jeder hat seine eigene Meinung. Nimm das nicht persönlich. Meine Römer, die nehmen ja immer alles persönlich. Denk zurück an alte Zeiten, mit keinem an der Seite. Nein, ich ging den Weg alleine, durch Berg und durch Schnee. Keine Freunde auf dem Weg, aber alles kein Problem. Hab das alles schon gesehen. Und ich lauf. Lauf und schau nicht mehr nach hinten. Gruß an alle Neider, die am Eimer voll. Weibe, Rolex und so, bei dir läuft. Ist die auch original, Digga? Schreib mal, kommentier mal bei mir. Ich weiß ja, du siehst ja eh meine Videos. Kommentier mal rein, ob die echt ist. Ja, ne, auch wenn nicht, ist nicht schlimm, aber ich meine so. Würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren, ob die echt ist. Blinden suchen meine Fehler, aber können sie nicht finden. Die Probleme und die Sorgen waren schlecht zu überwinden. Doch steh, es gibt keinen, der mich runterzieht. Bin bei vielen Menschen unbeliebt. Viele, die mich hassen und doch manche, die mich lieben. Doch das Einzige, was bleibt, ist am Ende nur Familie. Deshalb. Okay, Yunus, Amiri und Mariam. Schmeißen sich mit Schnee, Digga. Krass, krass. Tam, okay, ey, das, was du auch gerade da reinrappt und so weiter, das stimmt ja auch irgendwo, ne? Doch was am Ende bleibt, ist eigentlich die Familie. Du kannst so viel Scheiße bauen, wie du willst, deine Familie wird immer hinter dir stehen. Am Ende des Tages wird deine Familie immer hinter dir stehen. Weißt das auf jeden Fall zu schätzen. Der Typ hat auch natürlich viel Scheiße erlebt, ne, Yunus, damals hier mit diesem Zugvideo und so weiter. Ich glaube, das, rappt er ja auch hier ein bisschen so, also der deutet das auf jeden Fall in diesem Musikvideo an, dass den das sozusagen schon damals getroffen hat. Aber er hat auf jeden Fall daraus gelernt, ne? Kalt, zeige keine mein Gesicht, geh den Weg mit meiner Freundin, es gibt keinen, der uns bricht. Viele Neider machen Auge, weil der Teufel zu ihnen spricht. Hand in Hand nur du und ich, bis der Tod es unterbricht. Ja, mein Schatz, du warst immer schon mein Licht. Mein Herz gehört nur dir, lauf durch Scherben nur für dich. Du warst schon immer mein Licht. Bruder, jetzt, wie lange sind die jetzt eigentlich schon zusammen? Die sind schon ein halbes Jahr zusammen, oder? Yunus Amiri und Mariam sind doch schon ein halbes Jahr jetzt zusammen, kann das sein? Und an der Stelle wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Glück, ne? Mach kein Auge. Aber Bruder, du warst schon immer mein Licht und so weiter. Ah, die Line musste jetzt nicht sein, Bruder, jetzt. Seit dem allerersten Tag stehst du zu mir wie eine Eins. Deshalb zeig mir, was du willst. Scheißegal, wie hoch der Preis. Denk zurück an alte Zeiten, mit keinem an der Seite. Nein, ich ging den Weg alleine, durch Berg und durch Schnee, keine Freunde auf dem Weg. Boah, bei denen läuft Dior-Jacke, Prada, Handschuhe. Jungs, was passiert, Digga? Hast du im Lotto gewonnen oder was? Los, Digga. Seid ihr natürlich gegönnt, ne? Voila, macht kein Auge. So, ich gönne es jedem. Inshallah trägt jeder von euch solche Markenklamotten. So, ich gönne es wirklich jedem. Also soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, ne? Denn ich find's krass, Digga, der trägt so eine teure Dior-Jacke, Prada-Handschuhe. Bruder, woher, Alan? Aber alles kein Problem, hab das alles schon gesehen. Ah. Denk zurück an alte Zeiten, mit keinem an der Seite. Nein, ich ging den Weg alleine, durch Berg und durch Schnee. Keine Freunde auf dem Weg, aber alles kein Problem. Hab das alles schon gesehen. Ich hab das alles schon gesehen. Yunus, was los, Digga? Palm Angels und so, Bruder, jetzt, ja? Wo sind diese ganzen YouTuber? Wie viel ist dein Outfit wert? Bruder, du musst auf jeden Fall mit den YouTubern drehen. Nein, aber dieser Trainingsanzug ist echt schon stark, Digga. Boah, das wollte ich mir sogar hochholen. Zimmer unter Kummer unter Tränen. Walla, ganz allein im Dunkeln, Bruder, nur damit du weißt, wie ein Mensch sich fühlt, wenn dein Bruder auf dich scheißt. Aber scheiß drauf, ich stand immer wieder auf. Jogginghose an, schau nach hinten und ich lauf. Machte einen Fehler und die Welt lachte mich aus. Heute steh ich, mein Mann, vielleicht geh ich dafür drauf. Okay, krass. Ja, man hat auf jeden Fall verstanden.
verstanden, was er damit meint, ne? Er meinte auf jeden Fall, glaube ich, diese Zeit, wo diese Skandale waren und so weiter. Er saß ganz alleine zu Hause, hat geweint und so weiter, wo seine Freunde auf ihn geschissen haben. Kleiner Insider, ja? Wisst ihr eigentlich, wer damals dieses eine Video geleakt hat? Sein ex-bester Freund. Ihr wisst ja, wer sein ex-bester Freund ist, ne? Ich glaube, bis heute hat das noch keiner gesagt, ne? Aber ja, sein ex-bester Freund hat diese Videos gepostet von ihm. Nur damit ihr Bescheid wisst. So richtig eib, einfach sein ex-bester Freund postet solche Sachen. Ihr wisst ja auch alle, wen ich meine jetzt, ne? Juckt nicht, komm und sieh zu, wie ich Geld mache. Früher hatte ich gar nichts, heute 1000 Euro Pelzjacke. Leute, die mich grüßen aus der nagelneuen S-Klasse. Danke Gott dafür, glaube nicht, dass ich das selbst schaffe. Nein, ich hab zu viel getan. Denk nicht dran zu stoppen, hab ein Herz aus Titan. Danke jedem Fan, ihr wart immer für mich da. Danke meiner Frau, ich bin immer für dich da. Denk zurück an alte Zeiten, mit keinem an der Seite. Nein, ich ging den Weg alleine, durch Berge und durch Schnee. Keine Freunde auf dem Weg, aber alles kein Problem. Hab das alles schon gesehen, ah. Denk zurück an alte Zeiten, mit keinem an der Seite. Nein. Kann mir bitte einer sagen, wer da die ganze Zeit rumdriftet? Das hat der Bruder von Mariam. Der hat die ganze Zeit rumdriftet. Auf jeden Fall, guck mal, was soll ich euch dazu sagen? So, natürlich, er hat sich gesteigert. Er hat es auf jeden Fall professionell aufgenommen. Kennt ihr noch sein erstes Musikvideo, Digga, da, wo der mich gedisst hat sogar? War auf jeden Fall Lachkick-Freer, muss man sagen. Ja, nee, er hat sich auf jeden Fall gesteigert. Aber ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt auf Spotify runterlade und im Auto pumpe, Digga. Bevor das passiert, höre ich mir lieber Mock an, Digga. Den Weg alleine, durch Berge und durch Schnee. Keine Freunde auf dem Weg, aber alles kein Problem. Hab das alles schon gesehen. Denk zurück an alte Zeiten, mit keinem an der Seite. Nein, ich ging den Weg alleine, durch Berg und durch Schnee. Keine Freunde auf dem Weg, aber alles kein Problem. Hab das alles schon gesehen, ah. Denk zurück an alte Zeiten, mit keinem an der Seite. Nein, ich ging den Weg alleine, durch Berg und durch Schnee. Keine Freunde auf dem Weg, aber alles kein Problem. Hab das alles schon gesehen. Okay, alles schon gesehen, Younes. Was ich jetzt mich frage, wieso hat er das sich einfach auf seinen Hauptkanal hochgeladen? Da hat er doch die größte Reichweite. Wieso macht er einen extra Kanal? Hab ich jetzt gar nicht verstanden. Aber hat bestimmt schon alle seinen Sinn, Digga. Ich weiß gar nicht, was sein Ziel ist in dieser Musik, in diesem Musikbusiness. Will der irgendwie irgendwann einen Deal bekommen? Will der irgendwie mit Musik durchstarten? Was ist eigentlich sein Ziel, Digga? So, Walla, das meine ich jetzt ernst. Das ist eine ernst gestellte Frage. So, ich möchte jetzt irgendwie nicht bluffen oder so. Was ist sein Ziel? Möchte der irgendwann von Musik leben oder was hat der vor? Weil wenn der sich schon einen neuen Kanal erstellt und so weiter und dort seine Musikvideos hochlädt, komisch. Ja, Leute, wie fandet ihr das Musikvideo? Ich sag euch ehrlich so, das ist bis jetzt sein stärkstes Musikvideo, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt natürlich nicht, hat der Ghostwriter benutzt? Diesmal steht hier nichts drin. Also gehe ich mal stark davon aus, dass er komplett den Text selbst geschrieben hat. Vielleicht hat er natürlich auch Hilfe bekommen von seinen Produzenten und so weiter. So, ja, ne, Younes, ich sag dir ehrlich so, du hast schon auf jeden Fall gesteigert. Ich glaube auch, dass deine Zuschauer dieses Musikvideo feiern werden. Aber ich sag dir ehrlich, das ist jetzt keine Musik für mich. Ich würde das jetzt ja nicht im Auto pumpen oder so, ne? Digga. Natürlich ist mir eure Meinung wichtig. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. C'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, ich hab Batzen verdient, doch war niemals wie dich. C'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, c'est ma vie, mon ami, unterwegs zu Millionen und ich brauche kein Deal.